Servus Leute, da bin ich wieder. Ich stehe euch heute gerne wieder was zeigen. Und zwar den Mardingtop Outdoor- und Tracking-Rucksack mit 35 Liter. Ja, und falls euch das interessiert, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Also Leute, wie gesagt, es geht heute um den 35 Liter Rucksack von der Firma Mardingtop. Ist nicht meiner, gehört dem Dominik, den hat er schon über ein Jahr. Ist auch sehr zufrieden damit, wie er mal gesagt hat. Und den wollte ich jetzt auch mal testen, weil da ist zurzeit ziemlich viel Werbung unterwegs von dem Rucksack von Mardingtop. Und das hat mich jetzt doch mal interessiert, weil er optisch wirklich geil ist. So. Das ist eine chinesische Firma. Die haben extrem viele verschiedene Modelle, also wirklich vom kleinsten Rucksack bis zum riesen Rucksack, bis 90 Liter so sogar. Der hier hat jetzt 35 Liter. In der Größe gibt es auch noch ein zweites Modell, habe ich gesehen. Der ähnelt dann sehr meinem Miltec, dem Assault Pack mit 36 Liter. Da sind hier dann mehr Fächer aufgesetzt und so. Aber der Rucksack hier, der hat mich jetzt wirklich interessiert, weil der ein ganz anderes Tragesystem hat. Und zwar eher so wie ein Wanderrucksack. Und ich suche seit längerem schon einen Wanderrucksack. Aber wer mich kennt, der weiß, ich mag jetzt nicht so die ultraleichte Trekking-Rucksäcke etc., sondern ich mag es halt mehr so ein bisschen taktisch-militärisch. Gefällt mir einfach mit Molle und so. Aber das wisst ihr ja. Ja, deswegen gibt es auch in viel verschiedene Farben. Schwarz, Khaki, dieses Oliv hier. Ich bevorzuge ja Khaki eigentlich bei der Rucksack oder schwarz einfach. Ja, auf jeden Fall hat der hier wirklich ein richtig gutes Tragesystem. Das ähnelt einfach hier mehr so einem Wanderrucksack. Und ich dachte mir, deswegen will ich den mal testen. Und ich ziehe ihn jetzt mal schnell an, dass ihr das mal am besten seht. Der ist jetzt komplett Lederrucksack. Habe hier alles ausgeräumt. Das zeige ich euch dann gleich hier im Anschluss. Dass ihr mal seht, was alles drin war heute zumindest. Aber es ist einfach besser, wenn der leer ist, dass ich euch die Fächer gescheit zeigen kann und alles. So, hat einen richtig guten Hüftgurt hier. Und dann noch ein Brustgurt, das haben nicht alle. Mein Miltec zum Beispiel hat, glaube ich, nur diesen Hüftgurt. Hier oben hat er dafür gar nichts. Und das stört mich einfach ein bisschen, wenn ich mehr drin habe. Ja, man sieht einfach hier, der hat einfach hier oben extrem breite Schultergurte. Und das fühlt sich einfach gut an beim Wandern. Das engt mich nicht ein. Das Gewicht ist richtig gut verteilt, finde ich. Ja, hat wirklich gepasst jetzt beim Wandern. Also es war jetzt kein Gewaltmarsch oder so. Es war jetzt ein paar Kilometer oder so. Aber ich habe halt wirklich ordentlich was dabei gehabt. Und da hat es sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Auch wenn ich sitze oder so. Also wirklich, ist wirklich klasse, das Teil so. Was ich jetzt zumindest in der letzten Woche damit getestet habe. Ja, von der Verarbeitung her. Wie gesagt, es ist ein chinesischer Rucksack. Aber ich glaube, das sind ja Miltec und so weiter wahrscheinlich auch. Von der Verarbeitung her habe ich wirklich überhaupt nichts gemerkt, was irgendwie schlecht wäre, Reißverschlüsse etc. Alles tiptop eigentlich. Auch hier die ganze Schnalle und so, machen guten Eindruck. Das Material, Nylon, weiß aber nicht was für eins. Ist wirklich relativ dick, muss man sagen. Patchfläche, gar kein Patch drauf. Zack, no knife, no life. Ne, macht wirklich einen super Eindruck. Hier hinten die Rückenpolsterung, die ist, ja, die könnte dicker sein, aber ich würde sagen, bei der Größe von Rucksack ist das vollkommen in Ordnung. Genau, hier hinten könnt ihr zum Beispiel noch diese Hüftgurte hier, könnt ihr hier reinmachen, wenn die euch stören oder so. Aber ich habe es ganz gerne an, weil ich habe es, wenn ich ihn schon vollgepackt habe, dann habe ich wirklich gern das Gewicht hier ein bisschen auf dem Hüftgurt sitzen, nicht auf dem Rücken. Ja, ich muss zum Beispiel noch dazu sagen, ich habe jetzt aktuell gerade Muskelfaserriss hier hinten im Rücken und habe trotzdem wirklich keinerlei Probleme gehabt mit dem Rucksack, wo wir jetzt da Wanderer waren gestern. Also das ist viel wert, würde ich mal sagen. Gut, dann zu den Fächern. Ihr habt es jetzt schon, wie gesagt, ich zeige euch das gleich, was alles drin war. Das machen wir dann im Anschluss, sonst wird es wirklich kompliziert beim Video machen. Ihr habt auf jeden Fall das Hauptfach. Und das ist wirklich riesig.
Hauptfach geht komplett natürlich bis unten. Allerdings geht der Reißverschluss hier nur bis zur Mitte ungefähr auf. Bei meinem Miltec kann man zum Beispiel bis unten aufmachen, dann kann man klappen. Ist eigentlich nicht schlecht, aber ich sag mal, bei so einer Größe hier ist das noch in Ordnung. Auf jeden Fall ist es wirklich riesig, das Fach. Kommt mir auch eigentlich mehr vor wie 36 Liter, wenn ich ehrlich bin. Hier oben haben wir mit so einer Schnalle hier nochmal gesichert. Nochmal so eine Laptop-Tasche oder wie man die nennt hier oben. Ich weiß nicht, für eine Trinkblase ist, glaube ich, nicht. Oder hat er einen Durchgang? Ne, der hat keinen Durchgang für eine Trinkblase. Habe ich aber auch nicht. Dann haben wir hier das mittlere Fach. Das auch, geht auch bis, jawohl, bis ganz unten durch. Und da passt auch nochmal gut was rein. Also das hat so die Größe von einem Daypack, würde ich sagen. Also das Fach ist zum Beispiel jetzt, ich würde schon sagen, größer wie mein Essential Pack zum Beispiel von Tasmanian Tiger. Dann habt ihr hier so eine Mesh-Tasche. Das ist auch nicht so ein billiges Teil, wie man sie kennt bei den billigen China-Rucksäcken, sondern das ist wirklich, das ist schon ein bisschen dicker. Also eine gute Qualität auf jeden Fall. Die Reißverschlüsse gehen auch wirklich einwandfrei. Dann haben wir hier vorne noch eine Tasche. Die geht auch bis fast ganz runter. Bis hierher ungefähr. Da könnte man was für sich, schnelle Zugriff oder so machen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mein Stativ drin gehabt, hier in der Schnalle. Dann habt ihr hier nochmal klar Molle und so weiter. Hier unten könnt ihr dann nochmal Isomatte, Schlafsack dran machen. Die Seidetasche, wo ich das Erste-Hilfe-Set so drin habe, die wichtige Sache. Nee, der macht wirklich auf mich einen richtig guten Eindruck, muss ich sagen. Also, da wäre jetzt drin mein Handschuh natürlich im Hauptfach. Meine Pouch mit Nalgene etc., Drangia und so weiter, Sicherheitsflasche Spiritus, der WTB Hobo 2.0, da habe ich hier Paracord und Hering und so weiter drin, hier noch ein neues Tarp, wo ich mal ausprobieren will, und ein Pickle Tempos. Und das Hauptfach wäre jetzt halb voll gewesen, nur so zur Info. Was haben wir hier noch drin? Genau, mein ganzes Kameragedöns. Hier ist das Mikro, sitzt jetzt natürlich auf der Kamera oben drauf. Akkus mit Ladegerät, Solar Powerbank, weil meine Akkus, die wäre jetzt gleich wieder drauf hängt, weil mir geht jedes Mal der Akku leer und ich habe endlich mal was draus gelernt. Genauso SD-Karte, da habe ich auch was draus gelernt. USB-Kabel, also das ist alles für Kamera ist hier drin. Und dann halt noch so ein bisschen Werkzeuge, mein Barcode zum Beispiel, mein Ranger Wood 55, ich habe jetzt hier eins am Gürtel und eine Windtüte. Genau, hier ist noch mein Schlüssel drin, dann haben wir noch eine kleine Tasche vorne drauf, hier habe ich einen Zettel mit ein paar Notizen und dann Geldbeutel, Handy und so weiter, also die Wertsache, sage ich mal. Hier neben haben wir auch noch zwei Täschchen, hier habe ich jetzt drin Erste Hilfe, Taschentücher, Feuchttücher, Desinfektionstücher, Knicklicht, so wichtigere Sache, sage ich jetzt mal, wo ich schnell dran kommen will. Auf der anderen Seite, da drin, mein Mora Ildris, eine Stirnlampe und ein Mundschutz. Also das sind auch so Sachen, wo ich einfach immer drin lasse in meine Rucksack, in meine Wanner-Rucksack, dass ich das immer dabei habe. Also ich will es jetzt nicht hier ewig lang machen, das Video. Auf mich macht der Kerl einen richtig guten Eindruck. Preislich ist halt vor allem interessant. Ja, das kann man auch verstellen hier übrigens. Kann man den Buschgurt hoch und runter setzen. Aber das sollte mittlerweile bei so einem Rucksack auch Standard sein, sage ich mal. Ja, preislich ist er sehr interessant, finde ich. Der liegt normalerweise immer so um die 40 Euro. 35, 40 Euro habe ich gesehen. Ich wollte mir jetzt erstmal ausleihen. Ich werde mir den mit Sicherheit holen, auch in Khaki. Wollte jetzt aber erstmal wirklich selber tragen, weil ist ja manchmal so eine Wundertüte, ne? Die China-Sache. Aber wie gesagt, der ist also für das Preissegment ist der wirklich top verarbeitet. Und das Tragesystem ist wirklich geil bei dem Rucksack jetzt. Ich habe natürlich auch die ganz normale andere Modelle wirklich mit viel aufgesetzter Tasche, hoch bis 90 Liter oder so.
Schau da einfach mal rein, die findet ihr auf Instagram, die findet ihr überall. Ich hätte mal jetzt fast gekauft schon, und zwar bei den Prime Days war er richtig günstig. Ich glaube für 25 Euro oder so war er an der Prime Days, war er im Angebot. Aber jetzt kommt ja demnächst wieder Weihnachten und so. Guckt einfach mal, wenn er im Angebot ist. Ich mache euch mal einen Link rein zu Amazon, dann könnt ihr mal schauen, wenn ihr Lust habt. Ich finde ihn wirklich geil. Und ja, ich denke, den hole ich mir zum Weihnachten. Hat er nämlich wirklich für mich die perfekte Größe und ist sehr angenehm zu tragen. Gut, ich stehe zu, das langt. Das war es auf jeden Fall. Marding Top, 35 Liter. Geiles Teil, sieht cool aus. Mir gefällt er. Falls euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls das erste Mal da seid, lasst doch gerne ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann wäre auf jeden Fall wichtig, dass ihr die Glocke drückt, dass ihr kein Video mehr verpasst, wenn ich was hochlade oder so. Ich würde mich natürlich auch darüber freuen, über einen netten Kommentar von euch, was ihr von dem Teil haltet oder auch nicht haltet. Vielleicht haben ja der eine oder andere. Ich finde ihn echt klasse. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also bis dort noch. Ciao.